Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und des Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Wano. Wir spielen heute auf Black Forest. Die Karte ist nämlich auch mit einem der letzten Patch oder mit dem letzten Patch überarbeitet worden. Ihr seht schon, der große Waldbereich ist jetzt auch spielbar. Ansonsten war das ja im Grunde ja tote Zone. Man konnte da zwar natürlich rein, aber ehe man da durch war, hat das natürlich jahrelang gedauert. Und dementsprechend ist es hier ein bisschen variabler geworden und ich glaube auch hier drüben auf der Seite wurden ein paar Änderungen vorgenommen. Die sind jetzt aber auf den ersten Blick nicht so offensichtlich wie hier in der Mitte. So, wir sind unterwegs mit der zweiten Panzergrenadier-Division. Wir haben also ein paar Leos dabei, aber hauptsächlich auch Infanterie. Unser Kollege will hier pushen und wir sehen schon, die Startpunkte sind sehr weit weg. Also sie sind so gegenübergestellt. Und das heißt, wenn wir hier drüben die Connection verlieren, dann wird es schwer, hier in Foxtrot wieder reinzukommen. So, wir starten mal mit... Der kann ja nicht in den Wald, der kann nur... Okay, ist da irgendwo... Ach ja, da sind die Bäume im Weg, der Hubschrauber kann da... Ja, das ist das Problem, weil die Hubschrauber immer, gelandet starten. So, Radarwarner aktiv, geht dorthin. Und geht hier hin. Das heißt, wir müssen uns um den und um den Punkt kümmern. Unsere KI kümmert sich um den Punkt und um hoffentlich den Punkt. So. Wir stellen Logistiker mal gleich direkt zum Start auf. Die können aber ein bisschen hinterher starten. Das ist also nicht so wichtig, wenn die nicht direkt auf dem... auf der Straße stehen. Aber dass die auf jeden Fall in der Nähe sind. So, wir haben hier einen Führungsfuchs. Zwei Stück. Die nehmen wir auch beide mit. Den einen führen wir dahin. Und der andere... wo ist er? Hier. Der geht erstmal hier drüben rein. So, wir haben hier keinen Entry Point, ne? Also alle Einheiten kommen von hier, beziehungsweise für den Gegner von hier oben. Das macht's sehr, sehr schwierig, also die äußeren Punkte richtig zu bedienen. So, Infanterie. Unsere Heimatschützen, ne, Panzergrenadiere. Auf M113. Wir haben später auch Panzergrenadiere auf Marder mit Milan. Ach hier, und wir haben sogar... Ja, guck mal, wir haben Fallschirmjäger dabei. Ja, nice. Die kosten natürlich ein bisschen was. Aber mit denen gehen wir mal direkt in die Stadt rein. Ich hätte ganz gerne... Ah, na, wobei, jetzt mit dem Logistiker können wir uns später noch machen. So, wir stellen da natürlich Flak auf. Fliegerfäuste sind günstig, aber scheiße. Betankt und auch munitioniert. Kara, dort müssen wir hin. Die Karte nur kurz einordnen. So, und wir geben denen aber ein bisschen Support mit auf die Seite, falls der Gegner hier rumkommt. Er wird aber eher vermutlich hier rumkommen. So, Aufklärer haben wir. Jetzt brauchen wir Flak auf der anderen Seite. Die zwei Geparden gehen bitte mal hier hin. Jetzt haben wir noch 500 Punkte. Und wir haben einige A1 oder A1 und einige A5 und auch noch ein paar wenige Leo 2A3 und ein bisschen Jaguars. So, wir kombinieren das hier mal. Jo, zu unserer Verfügung und die gehen mal bitte hier hin. 290 Punkte. Parachute Milan. Ach, wow. Ach nee, keine Parachute, sorry. Hier haben wir noch Milans. Wen sollen wir mitnehmen? Und die stellen sich mal hier auf. Jetzt haben wir noch 110 Punkte. Die nutzen wir hier für die Scouts.
Auch wenn wir da einen Hubschrauber haben, aber der wird ja gerne mal schnell abgeschossen. Deswegen stellen wir hier mal noch mit Scouts auf. So, dann geht's los. Ich bin sehr gespannt. Ohne Furcht nach vorn. Ja, dann fahrt mal nach vorn. So, hat unser Kollege hier einen Offizier mitgeschickt? Natürlich nicht. Und er kümmert sich auch überhaupt nicht um den mittleren Punkt. Können wir ihm da vielleicht... ihm mal sagen, dass wir da... Doch, da ist ein Offizier von ihm. Sehr gut. So, der Hubschrauber hier ist da. Wir holen uns schon mal ein Tornado AA, weil wir wissen ja... was der Gegner gerne macht. Abgesessene Kampfreise. So, wir laden die hier aus. Kommt schon, ausladen. Verkaufen, verkaufen. Kein Auftrag zu schwer, kein Kampf zu hart. So, der Versorger. Wow, okay. Das war jetzt ehrlich gesagt nicht so der Plan. Dass er da übers freie Feld fährt. So, und hier drüben auch nochmal. Ach, haben wir nicht genügend Punkte. Okay. Ah, der Offizier fährt jetzt da hoch. Das ist schon mal ganz gut. Hubschrauber. So, los geht's. So, die gehen mal da rein. Die gehen da rein. Oder mal, die gehen mal den... Genau, so. Da rein. So, Flak könnten wir hier auch mal noch gebrauchen. Noch eine weitere Fliegerfaust. Befehlsstelle bereit. So, der Hubschrauber geht raus. Wir evacken den Tornado gleich wieder. Die Scouts gehen dahin. Der Hubschrauber geht nach vorne. Der Offizier rückt mit nach. So, Panzer hätte ich hier gerne zwei Leos und hier auch, okay, kann man nicht genügend Punkte. T-80, uiuiuiuiui. Gott, dauert das ewig, bis die hier da sind. Wir bewegen alles. Deswegen hole ich hier auch immer direkt Logistiker mit hinterher, weil... So, wir könnten aber auch mal Kampfhubschrauber holen. Also, was heißt Kampfhubschrauber? Aber Hubschrauber, die auch Bodenziele angreifen können. Und ein Rocket... Oh komm, flieg, Hubschrauber, flieg. Dieser Heckrotor muss überprüft werden. So, verkaufen. Er kann Feind niederkämpfen. Verkaufen, verkaufen. Panzer. Flugabwehr. Flugabwehr.
Liste überprüft. Einsatzbereit. Ändern Kurs auf die Koordinate. Ende. Wir holen ja mal noch Panzer dazu. So, gegen die Schilka oder was da steht, können wir aktuell nichts machen. Radarwarner aktiv. Sali! Maximale Fluggeschwindigkeit. Könnt ihr bitte den... Danke. So, da ist die Schilka. Oh yes, er versucht uns hier zu flankieren. Das finde ich natürlich überhaupt nicht lustig. Wo brauchen Sie uns, Kamerad? Bravo 1, 4 Bravo. Feind gesichtet. Also wenn er uns die Versorgungswege hier abschneidet, ist das scheiße. So, die Schilka geht da ins... Er nimmt unsere Milan da raus, okay. So, der Hubschrauber geht raus. Wie sieht's hier aus? Wir holen mal noch Infanterie als Verstärkung. So, der Hubschrauber hier kann wieder vorgehen. Die Panzer rücken vor. Da geht eine Fliegerfaust raus. Oh, scheiße. Da nimmt er unsere Leos raus in dem verdammten Hubschrauber da. Ich höre, Herr Hauptmann. Komm raus am Boden. Sag ihn. Er ist spotted. Gun ready. Was sind Ihre Befehle? Motor an und dann los. Sperrbestand aufgebraucht. Brauche Munachschub. Wir brauchen hier mehr Aufklärer. Oh wow, ehrlich jetzt? Was macht denn der Tornado? Warum fliegt denn der nicht nochmal neu an? Ey! Was macht der Tornado? Alter Falter, ehrlich jetzt? Warum, der fliegt 5000 Runden? Komm schon. Er kriegt den nicht raus. Okay, nehmen wir den zweiten Tornado. So, An alle, Funkeüberprüfung. Motor an und dann los. Brauchen hier mehr Infanterie. Aber wir führen mit plus 2, das ist schon mal gut. Da geht der Hubschrauber raus, hier ist der... Scheiße, uns geht hier die Infanterie aus. Nicht gut. Kampf.
Alarmbereitschaft herstellen. Enemy is recalled. Hi. Kampflos gehen wir nicht unter. Wollen Sie mitfahren? Abgesessene Kampfweise. Acker, wirf! Schnell rein, schnell raus! Vereinung! Verdammt! Vollgas voraus! Fünfte Kompanie bereit! Loud and clear! Verstanden! Aufführen und vernichten! Am Ende kommt es immer auf den Infanteristen und sein Gewehr an. Verdammt! Hol uns hier raus! Verstanden! Aufführen und vernichten! Wo brauchen wir unsere Feuerkraft? Komm schon. Da steht schon wieder eine Flugabwehr. Oh, flieg, flieg! Wir haben Feindkontakt. Okay. Halt doch den Sappel mit deinem Bein. So, wir brauchen hier mehr Scouts. So, die Milan auf den T-55. Reicht nicht. Wir sind bereit, die Kampfweise zu wechseln. So, wie sieht's denn hier drüben aus? Da ist die Flugabwehr. Karte nur kurz einordnen. Wird ausgeführt. Ende. So, der Leo 1A5. Mal gucken, was der machen kann. Achtung, Feind im Nahbereich. Wo brauchen wir unsere Feuerkraft? So, Infanterie. Ja, hier werden wir schon wieder angegriffen. Schützenrudel. Enemy Feuer. Game Formation. Da ist immer noch eine Flugabwehr. Turm steckt fest, verdammt! So, wo sind denn die ganzen Fliegerfäuste, die wir hier stehen haben? Oh Gott, T-80. Erfasst das Ziel und dann alle Waffen feuerfrei. Ein guter Aufklärer. So, die Aufklärer gehen mal dahin. Aber achten Sie auf unsere Flanke. Brauchen Sie Luftkavallerie? Greif ihn an! Greif ihn an! Hör auf zu fliegen, greif ihn! Oh, diese Hubschraubersteuerung ist manchmal so nervig. Jetzt greif ihn doch endlich an! Eieiei. Nimm ihn raus. Er trifft nicht. Gott, sind die Hubschrauber scheiße. Ja, ihr geht da drauf. Das, ihr seid einfach zu unfähig. Gottes Willen, ey. Aber er hat es am Ende geschafft, den. Ab
abgesessene Kampfweise. So schnell wir können. So. Die bewegen sich ja mal im Wald lang. Die versuchen die Schilka da rauszukriegen. Yes, Schilka ist raus. Okay, wir führen immer noch mit plus 2, das ist an für sich gut. Und hier müssen wir jetzt mal wieder uns ein bisschen weiter in den hier ranarbeiten. Die Fliegerfaust geht mal dahin. Sehr schön, sehr schön. Ich höre, Herr Hauptmann. Neue Befehle? Fünfte Kompanie bereit. Da hat sich ein T-55 reingesneakt. Enemy Boiler! Get information! Im Reckheil! Angriff! Gib mir Morphium! Gib mir Morphium! Das müssten die da aber eigentlich schaffen. Melde Zug zur Stelle! Wir schaffen es nicht! Da steht aber noch eine Flugabwehr. Kommt schon, der T-55 muss da raus. Dann gebe ich euch auch einen Versorger-Truck. Yes, okay. Dann erstmal hier in den Wald rein sneaken. Der bewegt sich da hoch. Okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh Gott, T-80. Krass, wie der Punkt immer noch uns gehört, aber der Gegner einfach... Interessant. Er schickt da keinen Offizier rein. So, da kommt das Rocket. Mal gucken, wie effektiv das gegen den T-80 da ist. Wenig effektiv. Wir hätten auch ein Cluster rufen können. So, der eweckt sich mal. Hier gehen wir auf das Konkurs. Yes, wir ewecken hier. Kümmern uns um den Hubschrauber. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Ach du Scheiße, da stehen noch welche im Wald. Doch mal noch ein Cluster hier auf den T-80. So, wie sieht's denn hier aus? Feind im Nahbereich. Auftretenden Feind selbstständig bekämpfen. Melde Zug zur Stelle. Wir holen uns mal noch ein paar Infanteristen hierher. Der Cluster wirft jetzt auf den T-80 hoffentlich. Winchester, fliegen zurück zum Yes, das war der T-80. Das war mir eine Ehre, auch wenn es drei Flugzeuge gebraucht hat, um den da rauszunehmen. Infanterie bereit.
Feuerüberlegenheit. Feuerüberlegenheit. Ja, wir haben es verstanden. Ihr wollt Feuerüberlegenheit. Kann ich es nochmal sagen? War es Feuerüberlegenheit? Ich habe es nicht ganz verstanden. So, aber nichtsdestotrotz ist die Mitte halt offen. Aber er ist auf der anderen Seite uns durch, unser Teammate. Jetzt haben wir die Befehlszone da oben verloren. Das war jetzt aber eigentlich zu erwarten. So, kommt schon. Erfasst das Ziel, Kommandant. Was sind Ihre Befehle? Wir haben Feindkontakt. Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? Sunny! Lichtschütze! Noch ein T-55. Sehr gut. So, wir ziehen die Panzer erstmal zurück. Da kommt der nächste Panzer. Haben wir noch Rockets? Ne, wir haben noch Cluster. Ach du Scheiße! Dass er uns hier sich so durchgesneakt hat, das ist schon wieder mega kacke. Und das ist das, was ich meinte, weil wir haben nämlich jetzt Probleme, hier unsere Einheiten auf der Flanke zu versorgen. Und das ist richtig scheiße. Oh Gott, T-80. So. Feind gesichtet. Jabu bereit. Radio-Check. Höre sich klar und deutlich. Dann nehmen wir den Konkurs erstmal raus. Jetzt sind wir wieder bei plus 2, weil er den Punkt da oben eingenommen hat. Da ist eine Flugabwehrstellung. Ja, ehrlich jetzt. Es hat mich erwischt, verdammt! Es hat mich erwischt! Ladungsgefecht! KI laden! Okay, perfekt. Da steht aber auf jeden Fall noch mehr. Wir kommen mal von der anderen Seite mit einem Hubschrauber. So. Da ist der T-80. Gegen den T-80 haben wir da auf der Flanke leider keine Chance. Jetzt ist er natürlich wieder unspotted. Das ist natürlich, da ist er wieder. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Halt, stopp, 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 stopp. Du. Ach Mist, jetzt ist er wieder nicht gespottet.
vollständig bekämpfen. Was sind Ihre Befehle? Oh, scheiße, ein Dreck. Jetzt nimmt er uns den Punkt hier weg. Das ist aber nicht so schlimm, weil wir können den Offizier wieder ranführen. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. So, und das Problem ist hier drüben. Hier hängt halt noch irgendwo was. Ich höre, Herr Hauptmann. Finger am Abzug, Rücken vor. Warten auf neue Befehle, Kommandant. Ach, guck mal da. Bereite Feuerschlag vor. Verschossen. Wo sind die Loggies mit dem Nachschub? So. Fertig machen zum Sprung. Plus 3. Das hier sieht einigermaßen entspannt aus. Gib mir Morphium. Hier fehlt uns halt Morphium. Jetzt... Oh Gott, die haben keinen Rauch, oder? Wir haben Feindkontakt. Kamerad am Boden, Sagi. Vollgas voraus. Radio Check, höre mich klar und deutlich. Wir sind ganz Ohr. Wir brauchen hier unbedingt noch mehr Panzer. So, die sind durch. Und wir brauchen hier mehr Logistik. Relativ schnell, wenn es geht. Hier haben wir es einigermaßen verhindert, ranzukommen. Deswegen plus 3. Die Konkurs sneakt sich da in den Wald rein. Das finde ich ziemlich kacke. Kommt schon, gebt ein bisschen Gas. Ja, sehr gut. Wir schießen da schneller als die Konkurs. Oh Gott, auf den Panzer bitte. Sehr gut. Die Infanterie. Kommt jetzt echt einiges angefahren. Eieiei, so wir. Die Verstärkung ist aber unterwegs. Oh Gott, noch ein T-80. Das nächste Fahrzeug, aber es ist nur ein. Verdammt, es hat einen erwischt. Warte, begreif. Wie geht's mit dem Quadrat? Aber plus 3, wir haben es auch gleich. Hier drüben sieht es erstmal entspannt aus. Oculus Exercitus. Aber achten Sie auf unsere Flanke.
wollen die Besten. Wir sind. So. Da steht eine Flugabwehr. Nehmt alles unter Beschuss. Überprüft Waffen und Munition. Wir wurden getroffen. Jemand ist ausgefallen. Los, ins Gelände einsickern. Wir brauchen mehr Versorger-Trucks. Das dauert mir alles zu lange. Positiv, sind unterwegs. Ohne Furcht, nach vorn. Da ist ein T-62 wieder in die Stadt reingefahren. Wir dort, Feind dort. Wir haben Feindkontakt. So, unsere Leos gegen das BMP. Das sollte kein Problem sein. Neuer Befehl. Unaufgeklärt. Los, ins Gelände einsickern. Ich höre, Herr Hauptmann. Enemy Boiler. Information. Für uns ist kein Auftrag zu schwer, kein Kampf zu haben. Haufen Infanterie, aber die ist schon geschädigt. Wir sind bei 1920. Hier machen die Leos ganz guten Job. Dort kommt noch ein T-62, aber der ist erstmal nicht unser Problem. Nachschub ist schon unterwegs. Oh, die Leos sind da, sehr gut. Dran, drauf. Warning. Ah, es hat mich erwischt, verdammt, es hat mich erwischt. Naja gut, die Fliegerfäuste sind halt einfach scheiße, das haben wir ja schon mal festgestellt. Wie lauten Ihre Befehle? Los, die warten schon auf uns. Ja, zum Gefecht. So, da haben wir gewonnen. Sehr gut. Schöne Schlacht, muss ich sagen. Unsere KI hat auf der linken Seite wirklich gut mitgemacht. Die Gegner-KI hat uns da aber auch ganz gut herausgefordert. So ein T-80 ist dann schon mal eine Ansage, wo man da mal kurz, naja, überlegen muss, wie man den rauskriegt. Gerade mit dem Leo 1, A1 haben wir ja gesehen. Ja, da brauchst du entweder viele oder halt bessere. Also 1 A5 oder am besten Leo 2, um dann mit den T-80ern zu konkurrieren. Zumal die auch teilweise Panzerabwehrraketen oben drauf haben und die einfach reichweitentechnisch den Kanonen überlegen sind. Immer. Das sehen wir auch bei den BMPs. Das ist genau das gleiche Problem. Eigentlich ist ein BMP 1 nicht ein Problem, aber mit den Panzerabwehrraketen oben drauf sind sie dann teilweise wieder ein Problem. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namentlich genannt, doppelt gemoppelt. Game On Fan, Kulle, Gorwin, Cortano, Carbine und Roblitz und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.